Mein Name ist Dominik Walter, bin Sachgebietsleiter Lichtelektronik Funktion. Mein Name ist Markus Heinrich, ich bin Fachreferent für Frontbeleuchtungssysteme. Mein Name ist Andreas Nann, ich leite das Fachgebiet Außenbeleuchtungskonzepte und Integration. Hallo, ich bin Burkhard Leutiger, ich bin Leuchtendesigner bei Porsche. Der HD Matrix LED Hauptscheinwerfer. Unser absolutes Topmodell in der Lichttechnik. Das Besondere an diesem Scheinwerfer ist tatsächlich die Signatur. Wir haben es das erste Mal in einem Porsche-Scheinwerfer, dass auch bei Nacht die Vierpunktsignatur in ihrer reinsten Form zu sehen ist. Da, wo vorher noch mittig ein Modul zu sehen war zwischen den vier Punkten, ist jetzt kein fünfter Punkt mehr. Wir haben wirklich vier einzelne Module, die die komplette Ausleuchtung machen. Und das in absoluter HD-Qualität. Also so eine hohe Auflösung gab es bisher in einem Scheinwerfer nicht, mit dieser Performance gepaart. Und das ist eigentlich auch typisch für ein Porsche-Produkt. Wenn immer wir eine neue Technologie uns anschauen, die wir in unsere Automobile hineinbringen, fragen wir uns immer, welchen Sinn hat das für unseren Kunden? Wie erlebbar ist diese Funktion? Sehe ich den Unterschied wirklich? Als Beispiel, es bringt mir nichts, wenn ich 1 Million Pixel auf 2 Grad meiner Ausleuchtung habe. Diese Differenz sehe ich nicht, diesen Hub kann ich nicht erleben beim Autofahren. Auf der Straße erlebbarer ist tatsächlich ein breiteres Feld, was dann feingestuft ist. Und das haben wir mit dem HD Matrix tatsächlich geschafft. Der Wunsch von unserem Styling, von unserer Designkollegen ist ja, dass wir ein 4-Punkte-Design auch in der Nacht umsetzen. Das war bisher nicht so, da hatten wir die Technik nicht dazu. Aber durch die neue Technik sind wir in der Lage, tatsächlich auch diesen Designwunsch umzusetzen und gleichzeitig auch die Performance auf die Straße zu bringen. Also wir haben uns zunächst auch Gedanken gemacht, wie machen wir die Aufteilung im Scheinwerfer, welche Ausleuchtung kommt aus welchem Bereich. Und wir haben ja auch dort 4 Module und aus den oberen Modulen haben wir eine breite Lichtausleuchtung dargestellt. Das sind klassische Module, wie wir sie heute auch schon in den Scheinwerfern haben, sehr effizient, machen uns einen schönen breiten Lichtteppich. Und neu sind eben die beiden unteren Module hier drin, mit denen wir sozusagen unsere Digitalisierung der Lichtverteilung realisieren. Eines der HD-Module, die wir hier sehen, hier hinten ist der LED-Chip drauf mit den 16.000 Pixeln und hier vorne ist ein Objektiv mit geschliffenen Linsen, um die Optik möglichst präzise und genau abzubilden. Das ist das Ausleuchtungsmodul. Hier sehen wir ein Objektiv mit einer gewissen Länge. Das stellt in dem Fall das Teleobjektiv dar. Also wir leuchten da das Zentrum der Lichtverteilung aus. Im Gegensatz zu diesem Modul, das ist das Performance-Modul. Das ist eigentlich bis zur LED der gleiche Aufbau. Und davor haben wir dann eine andere Art von Objektiv gebaut, kürzer, das mehr in die Breite leuchtet, im Prinzip ein Weitwinkelobjektiv. Bei uns im Vordergrund in der Lichtentwicklung steht immer auch der Fahrer, dass er wirklich Performance auf die Straße bekommt und dort eben genügend Licht hat, zur Seite, aber auch nach vorne mit einer Reichweite bis zu 600 Metern. Das ist uns sehr wichtig. Wir reden von einer hochauflösenden HD-Technologie, aber was steckt eigentlich dahinter? Und dahinter steckt die LED. Die LED ist ein Chip von einer Fläche von 12,8 mm auf 3,2 mm. Ein Pixel-Pitch von 50 Mikrometer bedeutet, wir haben 256 LEDs auf 64 LEDs auf dieser leuchtenden Fläche aufgebracht. Jede LED ist individuell mit 10 Bit, bedeutet mit 1024 Helligkeitsstufen individuell ansteuerbar. Und wir schalten in unserem System nur die LEDs an, die wir wirklich benötigen. Es ist ein assistierendes System. Das bedeutet, ständig werden alle Sensordaten im Fahrzeug ausgewertet. Wie zum Beispiel die Frontkamera, die Infrarotkamera, die ganzen Fahrwerkssensordaten, die Navigationsdaten über der GPS-Schnittstelle, sowie aber auch unser Porsche Backend für die Live-Traffic-Information, für die Verkehrsinformationen, damit wir eine Baustelle erkennen. Und all diese Informationen landen am Ende des Tages in einem Steuergerät mit einer 3D-Engine, einer Grafikkarte, wie man es aus dem Spielebereich kennt. Die kann nämlich hervorragend aus der dreidimensionalen Welt, was so um uns herum passiert, ein zweidimensionales Bild erstellen, was auf unserem LED-Chip dann abgebildet wird. Diese Berechnung findet alle 16 Millisekunden neu statt. Bedeutet im Grunde, der Kunde kann sich darauf verlassen, dass die entgegenkommenden und vorausfahrenden ständig entblendet und nicht geblendet werden. Wir versuchen dem Fahrer auf der Straße das darzustellen, was er benötigt. Das heißt, der Kunde fährt auf die Autobahn und es rollt sich ein weißer Teppich vor dem eigenen Fahrzeug aus, der sich wie zwei Magnete an den Fahrbahnlinien festhaftet, egal wo ich mich in meiner eigenen Fahrbahn bewege.
Das bedeutet, ständig müssen wir alle 16 Millisekunden das Bild neu berechnen, weil der Fahrer sich ja bewegt und damit ja auch die LEDs sich zur Straße hin bewegen. Sobald ein Fahrzeug entgegenkommt, werden genau die LEDs ausgeschalten, die dieses Fahrzeug treffen würden. Und genau das passiert kontinuierlich. Wir passen die Lichtverteilungen in Abhängigkeit der Fahrsituation ständig an. Das heißt, der Kunde bekommt immer da bestes Licht, wo er es benötigt. Bedeutet, wenn eine Lücke vor einem ist, also ein Fahrzeug vor einem fährt, wir haben eine Lücke, die Energie, die wir hier einsparen, die transformieren wir und bringen sie auf die Außenseiten. Das bedeutet, der Kunde hat in den Randbereichen, wo heute nicht so viel Licht hinkommen würde, um Welten mehr Licht. Also wir passen unser Licht eigentlich immer an die Umgebungssituation an. Sei es jetzt bei Schnee, bei Nebel, dass wir da gewisse Bereiche runterdimmen oder auch bei Regen, um den Gegenverkehr nicht zu blenden und sozusagen trotzdem für den Fahrer noch die gute Performance zu haben. Das ist absolut begeisternd. Mit der Performance ist man eigentlich gern nachts unterwegs sogar, muss ich sagen, weil da einfach die Nacht zum Tag wird dann vor einem, ne? Mit so einem Lichtvolumen und das ist echt klasse. Ich persönlich war auch beeindruckt, wie unauffällig die Lichtfunktionen arbeiten. Ich bin nicht gestört, nicht abgelenkt. Eigentlich habe ich immer ein volles Fernlicht, blende aber niemanden, nicht den Vorausfahrenden und nicht den entgegenkommenden Verkehr. Es ist einfach eine ruhige, unauffällige, aber perfekte Ausleuchtung.